Leute, wie soll das funktionieren? Geil. Also, oder? Leicht und lecker bei der Chaos Crew. Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen bei der Chaos Crew mit Donny und René. Was? Sind wir im Rolltausch hier? Nein. Komischste Begrüßung aller Zeiten auf jeden Fall. Komische Begrüßung. Aber hat irgendwie trotzdem funktioniert. Ja. Also. Aber ihr wisst, was ihr meint, oder? Ja, genau. Und vor allem, man muss eigentlich nur das hier sehen und dann weiß man schon, okay, das gibt jetzt wieder eine ganz komische Food-Challenge, weil das weiß man schon, genau. Wenn wir diese Dinger hier sehen. Oh, hier ist ja noch gar nichts drin. Aber ich glaube, da kommt gleich was. Hoffentlich kommt da gleich was. Ich habe ja schon Hunger. Wir haben das hier zum Essen. Stäbchen. Ja. Aber was, wie stellen wir denn heute fest, wie wir mit Stäbchen, also ob wir mit Stäbchen oder mit Löffel essen müssen? So, also hier sind auf jeden Fall Fragen drin. Soweit ich weiß, die wurden für uns vorbereitet und hier sind die Antworten. Und wir müssen anscheinend eine Frage ziehen, abwechseln und dann die Antworten beantworten. Genau, das ist heute die Challenge. Die Antworten also beantworten? Eigentlich gleich zwei Aufgaben. Fragen richtig beantworten und eventuell, wenn man Pech hat, damit Stäbchen essen. Wobei, genau, das kann man sich dann ja selbst aussuchen, wenn man richtig Löffel beantworten kann. Genau. Ich glaube aber Löffel ist meistens schon besser, oder? Gibt es irgendwas, was man mit Stäbchen besser essen kann? Sushi. Nee, Sushi will ich auch mit Löffel essen. Schnick, schnack. Was? Das war so klar, dass ich wieder Stein habe. So wer hätte das denn ahnen können, dass ich wieder Papier mache? Also, die erste Frage für mich ist, welcher Energy Drink trinkt Claudio am liebsten? Boah, ich glaube, ich weiß es. Das aber nicht ist natürlich sicher. Auch. Also, ich sage jetzt erstmal, was ich haben wollen würde als Essensmöglichkeit, ne? Okay. Also, was zuerst kommt? Ganz klare Sache, du kannst schön Stäbchen muss man, essen. Muss man nicht die Fragen beantworten? Ja, mache ich ja auch. Ach so, okay, ja, dann aber man muss sich ja entscheiden, was man hier als erstes nimmt. Ah, okay, du warst schon, weil du dir so sicher bist, oder? Ja, natürlich. Okay, gut, dann bin ich bei allem sicher. Bin mal gespannt. Und ich bin mir vor allem auch sicher, was die richtige Antwort ist, nämlich Red Bull. Und zwar geht es auch um die Sorte. Wir sagen einfach mal ja, also entweder Red Bull als Marke oder der grüne Red Bull als Sorte. Ja. Jetzt müssen wir hier einen Zettel rausziehen und sehen dann ich glaub, da steht, bei dem C, C für Claudio, was die richtige Antwort ist. Ja, und? Und die Antwort ist Red Bull Kaktus! Ja, das meint. Kaktus. Ja, grüne. Genau. Ja. Grün. Grün hat auch grüne Brokkoli sein. Grün ist halt ein Kaktus. Red Bull Brokkoli. Red Bull Brokkoli. Wenn es das geben würde, würde ich sagen, okay, dann liege ich vielleicht falsch, aber wüsste ja nicht, deswegen. Ja, okay, gut. Also der Punkt geht an dich. Okay, du hast dich für Löffel entschieden, ne? Ja. Ja, okay, gut, dann bleibt mir keine andere Wahl. Ich muss da ein Stäbchen nehmen. Also wenn Sushi kommt, dann habe ich gewonnen, oder? Ja. Ich mein, und wenn es einen Burger gibt, dann wird's schwierig. Ja, wieso? Chok-chok! Ham-ham! Ganz easy, oder? Ich freue mich drauf, das zu sehen. Chok-chok! Ham-ham! Also, wir kriegen jetzt unser erstes Essen unter die Galosche. Genau. Und sehen uns gleich wieder. Okay, 3, 2, 3 und... Nein! Was ist das denn? Da kann ich sehr gut mit leben. Eine Hazelnut-Waffles? Also so ähnlich wie, Leute, Low Hanuta. Sugar, Vegan, No Palm, High Fiber. Ja, das siehst du doch gerne, ja. Oder? Aber weißt du, was ich nicht so gerne sehe? Das in den Stäbchen essen. Hallo? Also, das soll funktionieren. Ich sehe schon gerne. Ja. Ey, aber, ja, okay. Viel Spaß mit dem Löffel. Was? Yo, kriegt er alles? Yo. Vor allem, ich habe doch gerade noch gesagt, meine Logik ist wirklich aufgegangen. Wenn einmal was Schlechtes kommt, dann muss was Gutes kommen. Mann, Kati, kannst du deinen Lieblingsfilm nicht in Frozen umändern? Also, hat ja auch bestimmt, es kommt mir auch was Gutes. Okay, ja. Also das ist nur die Frage, wie man das Gute essen darf, ne? Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mit Stäbchen. Da unterbreche ich auch gerne mein Essen, weil da bin ich... Okay. Also das... Leute, wie soll das funktionieren? Ey! Also, ich muss sagen, so... Ey, nee, nicht hier Manipulation hier vom Spiel. Und... Oh, es klappt sogar. Ey! Ich muss sagen, es war schwieriger als gedacht. Ich meine, du musst dich wirklich so krass unter Spannung halten. Ich glaube, das ist auch echt eigentlich das Unpraktischste zum Stäbchen essen, weil da kannst du auch nichts eben so umgreifen eigentlich. Das ist ja richtig fest, ne? So ja, eine, genau. Vor allem? So eine Nudel oder so könntest du ja besser noch greifen, ne? Stimmt, genau. Und die kann man auch umwickeln um die Stäbchen, aber jetzt... Also Nudel umwickeln wird schwierig. Ja, vor allem, das ist wirklich hart. Man muss echt aufpassen, dass es nicht so... knuspert und runterfällt. Wenn man zu fest drückt, haben wir ja schon gesehen, fällt ein paar Mal runter. Ja, das ist blöd. Also, man darf nicht zu viel Kraft, aber man darf auch nicht zu leicht. Man braucht die perfekte Balance. Hier gibt es noch eine Unterrichtsstunde zum Stäbchenessen, Leute, bei der Chaos Crew, ne? Also nicht nur Challenge, sondern auch was dabei gelernt. Oh, boah, schaut mal, wie ich den gegriffen habe. Einfach ein Traum.
Boah, einfach richtig ein Traum. Gut. Richtig gut. Ich hab voll Angst, dass mir jetzt wieder so hinfällt. Ja, solltest du auch? Das ist zu spät. Okay, ich würde sagen, was ist Evas peinlichster Moment? Boah, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Ahnung. Der peinlichste Moment? Der peinlichste Moment. Von hat sie das überhaupt mal erzählt? Weil gerade sowas erzählt man ja vielleicht auch nicht immer direkt. Der peinlichste Moment. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Ich glaube, es jetzt mal erzählt. Ich glaube, da warst du auch dabei. Nein, ich kann mich an gar nichts erinnern. Doch, wir haben glaube ich, da richtig hart drüber gelacht. Also, warte kurz. Ich weißt glaube, du? Ich kann mich ja schon mal entscheiden. Also, ich nehme natürlich Gott. Wieder den Löffel, logisch. Also, das ist mir, glaube ich, auch dumm, wenn man das nicht tut. Evas peinlichster Moment war als... peinliche Stille? Da fällt mir echt nichts ein. Als ihr in der Stadt ein Kaffeebecher runtergefallen ist, keine Ahnung. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, ich weiß es. Ich hab kein gutes Gefühl. Ich hätte eigentlich... Boah, ich jetzt, das ist für ein langer Text doch. Wenn ich jetzt, ja, man, ein ganzer Roman, um zu beschreiben, wie ein Kaffeebecher runtergefallen ist. Wenn ich jetzt eigentlich richtig ausgewieft gewesen wäre, dann hätte ich eigentlich die Stäbchen genommen, als ich die Frage schon wusste. Weil dann hätte ich safe die Lache bekommen. Okay. Sie ist im Hörsaal... Sie ist im Hörsaal vor 600 Leuten hingefallen und hat dabei einen Kaffeebecher verschüttet. Das wusste ich, ich wusste es. Ey, es war, ich sag wirklich ganz, 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 ganz ernst, 100%ig die Wahrheit. Ich wusste davon gar nichts mehr und hatte das mit dem Kaffeebecher so richtig. Ja. Also das war schon, also so Unterbewusstsein wollte ich schon sagen, nimm das mit dem Kaffeebecher, aber konnte ich aber nicht dran nehmen. Aber kein Hörsaal. Aber, ja genau, du hast den Löffel, ne? Nee. Ich hab den Löffel, den ich jetzt weglege. Ja stimmt, und ich hab jetzt den Löffel. Ich hab den Löffel, Leute, ich hab den Löffel. Oh, ich freu mich schon auf die nächste Runde. Ich freu mich. Ja. Ja, probier mal hier aus, zu essen. Okay, ziemlich ausgefuchst. So bin ich. Aber es geht echt, einfach durchgestochen. Hier, der Stäbchenboss. Funktioniert. Okay, so, nächstes Dann Essen. Nächste Runde, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Meine Stäbchen sind gezückt. Meine Stäbchen sind gezückt. Drei. Mein Löffel liegt hier drunter. Und 3, 2, 1. Nein, es ist selbst. Boah, Leute. Das sind echt so eklig. Boah, das riecht schon so stark, so scharf in der Nase, es brennt so extrem. Ja, aber ich finde, Senf ist eigentlich geil. Ich muss sagen, Senf mag ich mega gerne, aber... Aber doch nicht pur auf dem Löffel. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Meistens lieber so was anderem, ne? Ja. Guten Bon Appetit. Boah, wie wenig. Das ist jetzt echt. Also, ich glaube... Ist das wenigstens ein süßer Senf? Ja. Echt? Das schmeckt sogar ziemlich gut, der Senf. Okay, also löffel dir mal schön was auf. Okay. Ja, genau, noch mehr, noch mehr. Nochmal einfach an. Komm, wir stoßen an. Nein, ich sehe schon, wie du anstoßen willst. Du hier kommt eine Prachtladung. Okay, also dann. Ich glaube, schnell und weg, ne, ist das Motto hier. Ey, der Senf ist aber echt geil. Also. Oder? Oder? Ja, ich hab mich kurz verschluckt. Also ich dachte, du musst... Okay. Also ich muss sagen, der ist schön süß, ja, aber die Schärfe ist ein bisschen unangenehm. Aber ich finde, der ist gar nicht so scharf. Ich mag nicht so gerne scharfe Sachen, deshalb... Dann müssen wir mal eine Challenge mit dem Senf machen. Einen ganz, ganz großen Löffel damit essen. Nein. Ganz großer XXL-Löffel. Das war unser zweites Video auf diesem Kanal. Vielleicht können sich manche von euch noch daran erinnern. Großer versus kleiner Löffel. Boah. Das hat mega Spaß gemacht. Das müssen wir mal mit dem Senf machen. Leute, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt das in die Kommentare. Und jetzt schreiben wir alle, dass das in die dass das gemacht werden soll. Und wenn ihr sehen wollt, dass ihr einen kleinen Löffel esse und den großen, schreibt das in die Kommentare. Langweilig. Okay, aber wir haben eine Frage. Runde. Genau. Das heißt, letzte Runde. Das heißt, du kannst jetzt schon mal sagen, was du nehmen möchtest. Ja, okay. Also ich nehme den Löffel. Okay. So. Und ich ziehe jetzt die Frage. Ja, die müssen... Oh, lass ihn mal kurz... Nee, das ist die Antwort. Ups, Kollege. da habe ich dich aber direkt durchschaut. Dieser billige Trick, der wird hier nicht funktionieren. Schau, aber hier, ich rühre einmal ordentlich durch und nehme die... Ja? Ich habe ja die Qual der Wahl und... Wie heißt Danjas Lieblingsnachtisch? Ich werde das geschrieben hier, der hat auf jeden Fall... Vielleicht gibt es auch mehrere Nachtische, dann passt das. Genau. Okay, aber... Der Lieblingsnachtisch von Danja? Ich glaube, ich weiß es. Ich weiß es. Ja? Ja. Und was ist es? Sag ich nicht. Ich weiß es hundertprozentig, denn ich habe es dir schon mal gesehen und da hast du so davon geschwärmt und
hat dann gesagt, das ist mein Lieblingsessen. Und das war ein Schokopudding. Oder Schokosahnepudding. Ich glaube, das stimmt sogar. Schokopudding! Yes! Also ich krieg den, Okay. Krieg ich nochmal Stäbchen. Aber inzwischen glaube ich wirklich, Stäbchen passt wirklich. Du kannst alles damit essen. Und wenn es was Ekliges ist, dann musst du halt nicht so viel davon Stimmt, essen. Ja, Stäbchen sind aber eigentlich die wahren Gewinner hier. Aber wenn es was, Gutes ist, ne? Dann ist es schon schwierig damit zu essen. Dann werde ich alles damit in mich reinschaufeln. Und wenn es 3 Stunden dauert. Aber erstmal müssen wir was zu essen kriegen. Genau. So, jetzt. So, das letzte Mal. Runde. Fragen sind alle leer. Das heißt, wir kommen zum letzten Mal essen. Okay. Und. Abnehmen. Auf Go. Wir zählen runter von 3, 2, 1. Go! Chips! Endlich mal! Und ich hab den Löffel! Yes! Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das geht. Also erster Test. Wir spießen das jetzt hier einfach mal auf, den Chip. Hat fast funktioniert. Jetzt wird natürlich sehr fein gegessen. Eigentlich wird ja auch so gegessen. Kannst du mit Chip essen? Nö, sieht man ja. Du hast eine Frage. Und? Ja. Nein! Okay, das sieht schon mega schwer aus. Ich genieße einfach mal währenddessen meine Chips mit dem Löffel. Also es ist eigentlich fast wie Suppe essen hier. Fast wie Suppe. Mann, was ist denn das? Vor allem, die sind voll lecker. Was ist das für eine Geschmacksrichtung? Oh. Boah, ja. Hast du schon welche probiert? Jetzt endlich mal. Okay. Ja. Aber also, Lifehack. Oh. Ganz exklusiv für euch. Einfach Chips mit ein bisschen Senf beschmieren, dann kleben die ganz gut. Jo! Also falls ihr mal in der Situation seid, dass ihr Chips mit Stäbchen essen muss, kann ja mal passieren, dass aus irgendeinem Grund kann und ihr Senf auch dabei habt, dann macht das einfach. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Aber hat Bock gemacht. Auf jeden Fall. Was fandst du am schwierigsten zu essen? Am schwierigsten zu essen? Ja gut, das ist logisch mit den Stäbchen, aber was fandst du am schwierigsten mit den Stäbchen? Also meinst du zu greifen auch? Ja. Also zu greifen ist, glaube ich, auf jeden Fall die Chips am schwierigsten. Das kann ich bezeugen, ja. Ja, ich meine, schon nur beim Zugucken denke ich mir so, okay, wie hätte ich es gemacht, aber ich glaube, ich hätte es besser gemacht. Leicht und lecker war, glaube ich. Leicht und lecker klingt schon wie so ein Werbeslogan. Ja, wirklich. Leicht und lecker war, glaube ich. Leicht und lecker bei der Chaos Crew. Hanuta. Das war, glaube ich, noch relativ stimmt, einfach. Stimmt, da hast du einmal durchgestockt, ne? Genau, ja. Ja, stimmt. Ja. Und schwer und eklig war. Gar nichts eigentlich. War immer nur eins von beiden. Ja, ich würde sagen, weil der Senf war ja auch. Senf war easy und war lecker. Ja. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, was am schwierigsten ist mit Stäbchen zu essen. Oder vielleicht habt ihr ja schon ein paar Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, die meisten, wenn ich mal von mir ausgehe, werden sowieso sagen, Stäbchen, ein bisschen schwierig. Aber vielleicht finden ja manche von euch Stäbchen echt geil. Also schreibt mal gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Ja. Und lasst uns auf jeden Fall einen Daumen da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.